Oh mein Gott! Hey Kinder. Was geht denn bei euch ab, hm? Jetzt wird's richtig ernst, merkst du was? Wie die Schrift ist? Ernst. It's hard to say goodbye. Gott! It's hard to say... Also das ist immer noch... Oh Gott, ich mach's mal ein bisschen leiser. Es ist ein Horrorspiel, Mann! Was für immer? Where did you go? I have to find... Alter, voll die Grafik und so, hey? You walk alone in the forest area. You don't remember how you get there. You don't really remember much at all. Cause big stone hit your head. Right there against your fucking... Stirn. Feels like you... Oh... What are you talking about? Guck mal, der Kopf. Okay, okay, okay. What the fuck? Alter, was ist mit dem Hasen los, Mann? Der bricht in mein Haus ein. Guck mal, wie er mein Haus kaputt macht. Warte kurz. Okay. Okay. Ey, wollt ihr mich verarschen, Mann? Habt ihr gesehen, wie der Hase abgegangen ist? Wie so eine Kettensäge. Alter, voll wahnsinnig jetzt so, oder? I found an axe in the hood. I can use it to chop down some trees to get wood. Ich hab einen Hammer dabei. Man denkt erst, es ist nichts und dann BAM! Mhm. Rennt, guck mal, der rennt richtig. Es ist so ein richtiger Gauner. That axe won't break through any of the hard elements, man. I also found a pickaxe that might just work. Der Stein hat gekackt. Wo ist mein Inventar? Ich nehme an auf I. Ich habe Holzwände, Holzboden, Steine. Also, mein Freund, hör mal auf zu bauen jetzt. Was ist denn das hier für eine Vagina da oben? Von der JJ. It'll be dark outside soon. I need to stay sheltered. Who knows what is lurking out in those woods at night? Maybe. A penis? Ich weiß, was hier nachts abgeht. Und auch tagsüber der verrückte Hase. Gott, wo ist das scheiße Haus? Nein. Okay, ich sehe es ein. Ich muss hier eine Tür hinbauen. Es ist die Durchtrittsanimation. Komm, ich will noch den gescheiten Boden hier haben, den der wahnsinnige Hase alles zerstört hat. Das verrückte Vieh. Oh Gott, ein... Go away, stay away, I've got an axe. Und ich habe auch noch was anderes dabei. Pam! Er rechnet erst nicht damit, dann pam! Achtung! Pam! Ob der mich beißt? Das Geräusch! Let me fucking hit you, you fucking... Wie es ausweicht sogar, dieses Viech. Ich gehe in mein Haus, du hast keine Chance against my fuck. Wie es langsam geworden ist. Bam, 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 bam. Und jetzt gehe ich heim. Das hast du jetzt gerade mal davon. Und wenn du mein Haus kaputt machst, bringe ich dich um. Guck, wie er da steht und rein will, aber er kann nicht, weil er behindert ist. Komm, ich gehe raus, Mann, dort. Super, ich bin irgendwo unterwegs. Halt dein Maul. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Ich habe ganz arge... Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, ich habe echt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das so eklig ist. Nein, 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 nein. Tja. Ohne Witz jetzt. Diese zwei Viecher, eindeutig ein Skelett und ein Haufen, ja, können nicht ins Haus. Aber ein Hase bringt alles zum Einsturz. Verarsch mich. Oh, warte mal kurz, bevor ich hier was kaputt mache. Geh weg von meiner... Oh, du Sack, Mann. Jetzt hat er mein blödes Haus kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Pah. Nicht damit gerechnet. Pah. Ich gucke nach vorne und dann einfach mal so ein paar Mal nach hinten. Bam, weißt du Bescheid? Ey, wenn du mich noch einmal triffst, könnte ich sterben. Also hör auf mit dem noch ein Skelett. Oh mein Gott, und es kann voll schnell rennen. Irgendwie auf einmal. Die Musik ist so eklig. Ich krieg echt voll die Gänsehaut bei sowas. Das ist gar nicht, das ist nicht gut. Da läuft ein Baum mit einem Mund. Ey, verpisst euch von mir. Oh Mann, das, auf einmal konnten sie meine Tür kaputt machen. Die ganze Zeit waren sie voll die freundlichen Tiere, die sie nur mein Haus angeschaut haben von außen und gesagt haben, na gut, na gut. Ich schlag das Huhn und es ist Tag. Es ist so ein schönes Spiel. Bleibst du bitte. Oh ja, ich bin wirklich der Beste. Kann ich irgendwie rennen? Geh weg, Pilze, Mann. Verpiss dich, ja gerade ein Huhn. Da gehe ich aber nicht hin. Nee. Das kann ich gerade mal vergessen. Weißt? Dass ich da hier gehe. Ein Schwein. Die leichteste Beute in Gottes Garten. Oh shit, wo ist nochmal mein Haus? Zu der Musik. Ich fand das früher schon immer eklig bei so Spielen. Wenn das so, ich weiß nicht, wie beschreibt man das hier, 8-Bit-Musik oder sowas, dann auch so gruselig gemacht. Da kriege ich direkt voll die Gänsehaut. Ich will ein Lagerfeuer machen, oder? Das kostet 4 Locke. Kein Problem. Ich mach's aber lieber im Haus. Vorsichtshalber aber auf dem Boden, dass ich kein Feuer entfache. Kannst du das bitte machen, das Lagerfeuer irgendwie? Spaced? Ah ja. Oh mein Gott! Oh nein! Mein Haus! It fucking burned to the ground! Egal, ich mach mal kurz Essen. Ey! Kannst du mal kurz aufhören zu brennen? Ich muss mal eben, kann ich jetzt bitte mal kurz aufs Feuer? Hallo? Feuer? Nein, ich werde sterben. Ich bin on fire. Da, fire, da! Ich nehme mein Haus mit und gehe jetzt heim. Tschüss, sauber das Feuer. Weißt du, er hat Hunger und er kann nichts essen, weil das Feuer mich umbringt, wenn ich was kochen will. Ich mache jetzt eine Blume hinaus. Einfach aus Prinzip mache ich jetzt hier schon mal eine Blume hin. Hallo, kann ich nicht setzen? Das ist ja wohl sehr extrem dumm. Also das ist ja wohl... Ich würde gerne was zu essen machen, Hans-Peter. Es ist einfach... Das Feuer ist eigentlich schon aus. Die letzte winzige Flamme hat meinen Arsch angesenkt. Ich habe noch 2 Energy.
Die werde ich nutzen, um einen verschissenen Hasen zu jagen. Hasi. Ja, ich könnte da. Nein. Oh, verpiss dich, du blöder Pilz. Hopp, ich finde die Pilze echt krass. Das. What, dude? I'm fucking dead? Okay. Die Settings sind aber auch wirklich umfangreich gestrickt. Tip of the day. At night, very hard enemies will come out. Make sure you have somewhere safe to hide, or else you're gonna die. Tip of the day. Rabbits will eat your crops. Fence is a cheap way to keep them out, or you're gonna die. Tip of the day. Be careful with fire. Diesen Tipp hätte ich vorher lesen sollen. It can burn entire forests down, or even your home. Wer hätte das gedacht? You don't say, bruh. Es reitet jetzt echt auf mir rum, dass ich das jetzt so hart verkackt habe. Guck mal, wie ich hier in der Facecam dieses Licht vom Licht, also... Naja, egal. Mensch, hey, komm, mit seinem Luft da rumzufuchtle wie so ein Vollidiot. Hugh. Enemy. Das hätte mir auch mal was gebracht, diese Erklärung. Jetzt weiß ich nicht, was mich noch alles töten kann. Gerade eben bin ich eindeutig dadurch gestorben, dass ich mich einen Grashalm gebissen hat oder so. Komm, wie geil, was man alles machen kann. Stone. Clark. You. Your cock. Naja, also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.